Die beiden Künstler André Böckskes und Kaspar Reuter verhalfen der charmanten Dame in ihrer Mitte zu einer Premiere. Cornelia Weidmann eröffnete nämlich am 4.8.2017 ihre Galerie Schönwert. Und zwar mit Werken der beiden Künstler, die, so verschieden sie sind, eines gemeinsam haben. Die Freude am Experiment, geprägt durch Individualität. Hallo, guten Abend. Mein Name ist Cornelia Weidmann. Schön, dass Sie gekommen sind und ich freue mich, mit Ihnen den Abend zu verbringen und freue mich auch auf viele schöne weitere Tage mit Ihnen. Kunst ist frei und denkt quer. Unter diesem Motto präsentiert sich die Medienkunst von André Böckskes. Er kreiert mit Leidenschaft immer neue Ausdrucksformen. Die plastischen Werke von Kaspar Reuter basieren auf Experimente, die der Projektionsfläche des Künstlers eine dreidimensionale Wirkung verleihen. Mit ihren heiteren, farbigen und geheimnisvollen Arbeiten haben beide Künstler einen festen Platz in der heimischen Kunstwelt, wie Laudator Malte Sonnenfeld betont. Was Sie hier sehen, ist, mit Verlaub, die zeitgenössische rheinische Kunstszene, zu der ich mich ebenfalls zähle, wie sie besser und vielfältiger nicht sein könnte. Kaspar und Böckskes sprechen zu Ihnen mit ihren Werken und ihrer Kunst als zwei hervorragende Repräsentanten eben dieser Szene. Eine Kunst, die Kraft hat, die zornig ist, leidenschaftlich, humorvoll, heiter, geheimnisvoll, bedrohlich, hoffend und sich der Welt durch die eigene Sicht und durch die unverwechselbare Originalität entgegenstellt. Wenn wir uns von der angeborenen Hybris lösen könnten, dass die menschliche Rasse das Ende der Evolution ist, die menschliche Rasse würde ewig überdauern, wenn wir von dieser Sicht auch nur einen Schritt zurücktreten könnten, dann würden wir einen Großteil der unterschwelligen Angst verlieren und manche Probleme fänden vielleicht eine schnelle, eine bessere Lösung. Und wir könnten uns endlich auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Kunst. Dankeschön. Lassen wir uns also ein auf das Geheimnisvolle der Arbeiten hier von André Böckskes. Die Arbeit heißt Nell Hoover and Me. Auch hier kommt wieder dieses Krokodil-Tauchbild auf. Man sieht die sitzende Nell Hoover und die Krokodil-Performance. Und in dem Monitor laufen verschiedene Sequenzen, vor allen Dingen die Sequenzen aus der Serie Coco und ich. Bei diesem Bild, was auch keinen Titel hat, sehen wir rechts auch wieder dieses Krokodil, was sich durch alle Arbeiten, die hier ausgestellt sind, durchzieht. Wir sehen links auch wieder mein Gesicht auf einem gebürsteten Aluplatten-Direktdruck. Und eigentlich ist das ein für mich typisches Bild, wenn man aufgrund der verschiedenartigen Medien und die Experimentierfreude sieht, die ich beim Erstellen dieser Bilder habe. Die beschwingte Serie von Kaspar Reuter wirkt plastisch in den Raum und zeichnet sich durch ungewöhnliche Farbigkeit und Heiterkeit aus. Aber auch bedrohlich Düsteres findet sich in einigen Werken von Kaspar Reuter und lässt viel Raum für Interpretationen. Das Werk heißt Remember Tomorrow Nummer 2. Man sieht hier eine Ansammlung an Hautlappen oder Fleisch. Es erinnert halt sehr an das Menschliche, das Sterbliche im Menschen. Das Vergängliche, die Vergänglichkeit, genau. Wenn aber das Licht angeht, dann entsteht halt ein komplett anderer Charakter. Eigentlich ist es so dieser Dualismus des Menschen, dass wir halt das Sterbliche und das Göttliche gleichermaßen in uns tragen. Die Ausstellung geht noch bis zum 15. September 2017. Kommen Sie doch mal vorbei. Ja.